Hey, ihr lichtscheuen Gestalten da draußen, willkommen zurück zu Alan Wake, dem Remastered. So, gehen wir mal weiter durch den dunklen Wald. Ich glaube, hier sind wir ganz richtig. Und hier stehen wieder diese gruseligen... Oh, guck mal hier. Diese gruseligen Fahrzeuge, die auch mal gerne ein Eigenleben entwickeln, wie wir schon gesehen haben. Und der Wald atmet wieder, hört ihr? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich noch sehr viel aufheben kann. Ich habe alles... Wow. Sag mal, wie viel... 8 Schuss habe ich jetzt schon. Das ist... Ist ja fast schon... Also... Ich habe die Steine übrigens eben schon oben liegen sehen. Nur mal so. Ich schieße jetzt mal ein bisschen hier mit rum, sonst habe ich am Ende keinen Platz mehr. Wow. Ja, die Vögel sind nicht böse, ausnahmsweise. Ist hier noch was? Nee. Ja, die Seiten sieht man immer ganz gut, aber die Thermoskannen... Dreh dich um! Alan, dreh dich um! Aha! Das war wohl nichts, ihr Säcke. Erstmal die Seite holen. Was haben wir denn? Wake lügt den Sheriff an. Oh, das ist ja böse. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Das würde sie wohl. Also nicht. Oh, wie sich alles bewegt. Oh ja! Ja. Kann ich sie wenigstens aufsammeln? Ich mach das jetzt immer, ich verschwende Batterien. Oh, der Fernseher. Das ist übrigens ganz cool. Das gab's auch in Max Payne. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben verheerend ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo.
Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Ja, ist ganz cool. Das ist so eine Art Outer Limits. Und gibt's immer mal wieder im Spiel. Ich werde mir natürlich alle ansehen, weil ich find's total super. Yay, das Tor ist auf. Und jetzt sind wir hier, was es nicht besser macht. Weil hier wird's... Hier sieht's echt gruselig aus, finde ich. Oh Mann, guck mal, hier liegt sogar ganz viel Munition. Das kann wieder was bedeuten, hä? Der rumschreit. Karl Stucky! Der hat eine höhere Stimmbandbreite als ich, Mensch. Na ja gut, ist verzerrt, aber ja klar. Ich krieg das ohne Stimmverzerrer hin. Oh, da ist er. Aber Carl! Oh, Nordic Walking. Das war jetzt aber nicht schon Stucky, oder? Zwei zum Preis von einem. Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Was ein Loser. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Was ein Loser. Der hat ja gar nichts gemacht. Eigentlich ist das... War ein bisschen schwierigerer Boss, der... Brennt die ganze Zeit rum und teleportiert sich auch so ein wenig, wie ihr gesehen habt. Der wollte sich gerade teleportieren. Oh, da ist ein Thermoskan. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass hier eine ist. Wenn alle übrigens nicht mehr rennen kann, dann springe ich einfach. Das ist super gruselig, da drunter durchzulaufen übrigens. Ich hab's trotzdem getan, weil ich so krass bin. So. Also ihr habt es gesehen, das ist so ein gutes Teil. Die Signalpistole. Ist wie der Raketenwerfer in Spielen, in anderen Spielen. Aber es läuft. Es läuft ganz gut. Ich bin es halt gewohnt, auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum zu spielen. Hätte ich auch lieber gehabt wegen den Seiten alleine schon, aber naja, kannst ja nicht alles... Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Ja, sieht doch gar nicht gruselig aus, das Teil. Ja, stimmt, ihr habt das durchgezogen durchs Bild, als wir am Hafen ankamen, wisst ihr noch? Ja, ja. Und ich weiß, ich habe den Kommentar gelesen, dass es bei euch, bei manchen die Fußnägel hochrollt, wenn ihr die deutsche Sprachausgabe hört. Ja, aber ich habe gesagt, ich spiele es jetzt auf Deutsch, weil ihr könnt, wie gesagt, gerne das erste Let's Play nochmal auf Englisch gucken, das ist ja kein Problem. Da habe ich dann auch American Nightmare, das wird hier nicht dabei sein, sondern nur die ersten DLCs, die beiden. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Ich meine, wir rennen hier waffenstarrend durch den Wald, also Normalität, ne? Schwierig. Oh ne, ich glaube, das ist die letzte Seite, die man hier findet. Rosa Tagträume von Wake und Barrys Ankunft. Nee, Quatsch, die haben wir alle. Gut, dann haben wir nur noch die fehlenden Albtraumseiten. Stucky ist besessen. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln.
Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Ja, hoch. Select drücken geht schneller. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Krass. Stell dich mal vor, ihr habt so eine Woche Filmriss. Uiuiui, da muss ja einiges passiert sein. Hey. Das ist sehr günstig. Ich meine, bei den Amis gibt es das übrigens immer in Gallonen. Also eine Gallone ist 3, irgendwas Liter. Eieiei. Was sieht man hier zufällig? Okay, Manuskript Albtraum. Statistiken. Jetzt mit Revolver und so weiter. Gefundene Manuskriptseiten 10 von 106. Thermosflaschen 9 von 100. Dosenpyramiden 2 von 12. Kisten 4 von 30. Was für Kisten? Achso, die versteckten Kisten. Radiosendung 2 von 11. Fernsehsendung 1 von 14. Schilder gefunden. Wecker gefunden. Starschnitte gefunden, Night Springs Videospiele gefunden. Oha. Wusste gar nicht, dass es so viel Collectibles gibt hier. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß gar nicht, wie die Schilder aussehen übrigens. Ich musste in die Tankstelle, um telefonisch Hilfe zu rufen. Ja, Alan, ja. Was du nicht alles musst, ne? Hier müssen wir. Restrooms, und was steht da? Restrooms. Ah, okay. Beides Toiletten. Ist ja klar. Warte mal, dieses Schild hier eventuell? Visit the haunted witch's ladle. Ladle, also wie die Kelle. Wie so eine Suppenkelle. Your home in the pines. Cauldron Lake, Campgrounds. Übrigens, Twin Peaks ist euch vielleicht auch ein Begriff. Bei den Machern von Akte X. Ja, ist auch so das Vorbild gewesen für Bright Falls. Nur mal so. Hat vielleicht jemand geschrieben schon im ersten Part. Habe ich eventuell nicht erwähnt, aber ich lese die Kommentare wirklich. Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Please do not recycle. Und draufschießen hat keiner was gesagt. Oh. Fernseher. Seht aber nichts. Hallo. Ah, okay, das hier. 68. jährliches Hirschfest von 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik. Ach, das wird cool. Für die Kinder, Hasenzahn, Charlie, nachmittags und die unglaubliche, Phantasmagorie von Montgomery dem Magier abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade, weil die ist ja legendary. Musste gesehen haben, wenn, Leute, ist auf jeden Fall was verpasst, wenn ihr es nicht getan habt. Also nicht wirklich, aber ja. Die machen immerhin was draus aus dem kleinen Örtchen, ist doch schön, ne? Bright Falls, Watery, Cauldron Lake. Sieht man unsere kleine Insel? Also unser kleines... Cauldron Lake, da waren wir doch, ne? Ja. Polizeiwache Bright Falls? Einmal Pommes. Ohne Cola. Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet. Im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie,
Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit alles helfen. Ja, sie glaubte jetzt schon nicht mit dem Cauldron Lake. Deswegen auch Ladle, also Kessel und Schopfkelle, ne? Ich kann euch echt empfehlen, wurde mir jetzt. Ja, das muss ich jetzt rausschneiden, Leute, die Musik. Ich habe schon gehört, die Entwicklerkommentare anzumachen, wäre ziemlich cool. Ende von Folge 1. Ich werde einfach ein anderes Lied reinschneiden, weil das gibt wieder nur Ärger mit YouTube. Ich kenne das ja schon, den Spaß. Auch wenn es sehr cool ist. Gitarrenmusik und Gesang. Mal sehen, ob ich was Vergleichbares finde. Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Episode 2, besessen. Oder Folge 2. New York, 3 Jahre zuvor. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war's? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen, der wärmt dich auf. Er sieht voll klein aus irgendwie, oder? Die Teenager-Version von Alan Wake. 3 Jahre zuvor. Aha, ich brauch keinen Kaffee. Hey Liebling, das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Oh, ich sehe so gut aus mit Goatee. Seht mich an. Aber hässlich ist er nicht. Und ja, ich weiß, wie QR-Codes funktionieren. Übrigens, danke für den Tipp. Aber nee, mache ich jetzt nicht. Ach, guck mal, die Doppelknarren hier von Max Payne, hä? Alan Wake, Return to Sender, What I Can't Forget, Alex Casey, The Things That I Want und The Fall of Casey. Ich überlege die ganze Zeit, welcher Titel. Übrigens, ja, ich mache das gerade mal kurz. Ich sage euch, was bei rauskommt, wenn ich das scanne. Mit meinem Handy. So. Da kommt ein Video, das sich nennt Vision 2. The dark place was an endless waking dream. I saw visions carried by the ebb and flow of different dream states. They seeped in from the reality beyond. Things I had a connection to, but also things I couldn't possibly know. I used them in my writing to make it real, so that the parts that weren't would become so. And there were visions that I knew were not real, ideas I had lost, often of Casey. I had written about him for years. I used them as well. The lies had to feel true for them to become true. Had I always written this way? Even before? Seen things without realizing I was seeing them? Thinking they were mine? Was this what inspiration was for me? Ja, wie ihr seht, ich hab's mal reingeschnitten. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Manuskriptseite. Gibt's hier wie viele? Oh. Gibt schon ein paar. Na gut.
The Sudden Stop. Das ist wirklich aus Max Payne, die... Warte mal, gibt's da noch mehr? Geht noch ein bisschen runter, ne? Eine ist mit Alp... Ach, das ist, finde ich, dämlich. Ich kann gar nicht alle finden, weil ich kann es nicht im Albtraum spielen. Naja. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Ja, finde ich jetzt auch wieder schade, dass dieselbe Stimme wie die von Carl Stucky und dem Radiomoderator und jetzt auch noch die von Max Payne quasi. Ach, naja. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. Ich will jetzt nichts verraten, weil ich wollte eigentlich Max Payne mal spielen irgendwann. Aber die Story ist ziemlich düster natürlich, also sehr... sehr noir-mäßig. Keine fröhliche Geschichte. Das Ganze findet dann im dritten den Abschluss, den ich noch nicht kenne. Aber der soll wohl auch ziemlich krass sein, so von der Gewaltdarstellung, habe ich ja schon mal erzählt. Oh, das Radio. Mal gucken. Wie gesagt, ich nehme alles mit. Ich glaube, ich habe im ersten Let's Play nicht alles gefunden, bei weitem nicht. Ich bin vielleicht auch ein bisschen durchgehastet, ich habe keine Ahnung. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Okay. Ich werde jetzt auch einfach mal an der Stelle die erste Vision reinschneiden. Machen wir es mal so. I was trapped here. Had been for what felt like years. Outside reality. What we count as real. I wrote to find a way out. I wrote to master this place. To learn its secrets. Use that knowledge to rewrite my reality. Once upon a time, I had written hard-boiled crime books set in New York City. Till I was sick of it. The Alex Casey books. A detective solving cases of murder. Corruption and madness in the dark city. This place tapped into my unconscious mind, drew from there, twisting what it stole into a nightmare that took shape around me. A mystery, a detective story. I needed a detective to guide me. Echoes of Casey haunted me. Ja, gut, ne? Also das sind die QR-Codes, die man findet und das gehört natürlich auch zum Spiel, deswegen, ja. Die haben das jetzt nur für das Remake übrigens reingemacht, soweit ich weiß. Und die anderen Visions, die werde ich dann machen, wenn es soweit ist. Also die QR-Codes sind ja mal ziemlich offensichtlich. So, jetzt machen wir aber den Kaffee erstmal. Gibt nichts mehr hier. Kaffee läuft! Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Kaffee-Junkie. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach oh. Ja? Ach ja? Naja, finde ich cool, dass sie auch gleichzeitig die Cover macht für ihn. Das sieht gar nicht schlecht aus. Die sehen super aus. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Oha. Alan? Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Bleib mich nicht an jetzt. Schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Hi, okay. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus.
Oh, romantisch. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. White Falls, heute. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Naja, so Trauma am Kopf ist immer kacke. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen mussten, Doktor. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch, genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wake? Na, ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ich glaube, da hatte ich keine Geduld für, ne? Das Fischen. Ich wollte schon sagen, das ist ein Barsch bestimmt. Der hat so diese Kammflossen gehabt. Woran man es erkennt so ein bisschen. Ja, mein Vater ist passionierter Angler, ich jetzt gar nicht so. Nee. Ich glaube, Sheriff Breaker ist in Ihrem Büro. Es ist da am Ende des Flurs. Sheriff Breaker! Ich glaube, ich muss breaken. Wo ist die Toilette? Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gern Wettbewerbe. Wow. Sind bestimmt Programmierer. Also hier von Dings. Sag's mir, Remedy. Vermisst Richard Baugh, Bruce Dansky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Wer hupt denn da die ganze Zeit? Alter. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Nein. Das Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Ach Mann, jetzt wollte er gar nicht reingehen. Ich komme gleich wieder, Sheriff Breaker. Was lesen? Achso, das... Das Meeting Room. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Warum liegt ja ich über so einen Plan aus? Das war Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Ja, das war diese Crazy Lampen-Lady. Crazy Cat-Lady, nur mit Lampen. Guck mal hier. Ach, die Arrestzellen kann ich nicht reingucken. Ah. Ich hab einfach mal den Polizisten hier einen Kaffee. Oh, Manuskriptseite, wo? Da.
Ich würde es wahnsinnig machen, wenn einer die ganze Zeit draußen steht und hupt. Alice sieht einen Schatten. Oh nein! Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Ja, ich sag nochmal, das Gute an Digitalfotografie, habe ich in einem anderen Spiel schon gesagt, du kannst halt immer sofort knipsen und es ist nicht verloren, du kannst es ja löschen. Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, hier Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Wer macht das denn, die Werkstatt verwüsten? Also ich hab's wirklich nicht gemacht. Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro, Mr. Wayne. Alice war verschwunden. Ich brauchte Hilfe, um sie zu finden. Ich war noch nicht bereit zu gehen. Oh Mann. Oh nein, eine Katze ist vermisst. Ihr Handy, Mr. Wake? Ja, ja. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Wow. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark, am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ey. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Ignorieren Sie Walter einfach. Er ist einer unserer Stammgäste. Was mit Alice? Ich dachte, er wäre endlich trocken. Oh, leider nicht. Er war auf Sauftour und hat dann Danny ziemlich übel zusammengeschlagen. Seit er wieder wach ist, schreit er rum. Ey, weißt du? Die Frau, also eben Alice. Durch die Tür und den Flur hinunter kommen Sie in den Hinterhof, Mr. Wake. Ich bin nicht dumm, danke. Oh. Erstmal, Alice hat sich nicht angehört, als würde sie durchs Handy mit uns sprechen, sondern als würde sie direkt neben uns stehen, wollte ich nochmal sagen. Das war im Englischen nicht so gravierend, diese schlechten Audios, also diese schlechte Audioregie. Sie wollen nicht auf mich hören. Es muss hier drin hell sein. Ja, er hat schon recht, ja. Besser ist. Danke, danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen. Aber okay. Glauben Sie mir. Ich war nicht besoffen. Bist du auch jetzt nicht. Das Dunkel im Diner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske, menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Das Ding ist ja,
Es ist ja alles schon so vorherbestimmt, was wir tun werden. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Er könnte das einfach alles beenden, indem er genau das nicht tut, was auf den Zetteln steht. Einfach weggehen. Aber dann ist ja noch seine Frau, ne? Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Oh, ich nehm's zurück. Er ist übrigens nicht der Radiomoderator, derselbe Typ, der Stucky gesprochen hat. Klingt nur so ähnlich. Hatte ich nur noch so im Kopf, aber nein, ist er nicht. Definitiv nicht. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Aha, hier ist nichts. Bam! Alter! Wird direkt zersplittert. Alan Wake, der Pulverisierer. Wake beim Lover's Peak. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Ja. Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Naja, ein Finger oder so wäre vielleicht ein bisschen effektiver gewesen. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Oder ich lasse die Leiter runter und haue über die Dächer ab. So. Und er schläft. Aber hey, ich meine, es ist hell und ich kann mir nichts passieren. Wow. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, den die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Sie sind für ihre Taten natürlich nicht verantwortlich. Ich versichere Ihnen, dass meine Mitarbeiter abgemahnt wurden. Thor und Odin haben nie Ärger gemacht, als sie noch auf ihrer Farm wohnten. Allerdings, alles, was wir tun können, ist, das Fortschreiten ihrer Demenz zu verzögern. Aha. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem ich... Oh, hey, oh je, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah.
mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Teilweise sind die ein bisschen gruselig aus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Oh, seine Stimme ist halt auch. Ah. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Erlewood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Ich finde echt, Rose hat so die beste Stimme abgekriegt, weil sie ist... Was für eine blöde Kuh. Wow. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was in Zukunft? Ich wollte eine Hütte mieten, um in ihr bis Mitternacht zu warten. Ja, dann ist es ein ganz schöner Arsch. Nee, also ich finde, Rose hat mit die beste Stimme abgekriegt. Also so leid mir es tut, ich muss es wieder sagen. Die deutsche Synchro ist... Ja, da können die Sprecher nicht mal was für. Es ist die Audioregie so ein bisschen. Die ist halt echt nicht... Ach ja... Skelett eines Prärie-Mammuts, Mammutus columbi. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den La Brea Terpits gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood-Nationalpark gestiftet, als das Prärie-Mammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn-Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Ach süß. Hasenzahn-Charlie. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Alles. Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Weißt alles du ist einfach. Wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Barry, weißt du, wie dein Gesicht aussieht? Hier geht nichts. Auch nichts. Naja, reden wir mal mit Rusty. Alter, dieser Grizzly. Braunbär nennt man ihn auch. Schwarzbären werden gar nicht so groß. Ich glaube, die werden so 1,50 Meter, aber so ein Grizzly? Eieiei. Ja, so, Junge, es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Oh. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Armer Doggo. Im Ernst, Al, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein, diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon, du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, ey. Du kannst jetzt aufhören. Okay, ich höre auf mit diesem Part, Leute. Danke fürs Zusehen. Es ist mir eine Freude, das Spiel zu spielen. Da kommen Erinnerungen hoch. Und ich freue mich auch noch auf einige Sachen, die da noch kommen, an die ich mich erinnern kann. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mir Likes und Liebe da in den Kommentaren. Wir sehen uns wieder zu American Nightmare. Nein, zu Alan Wake Remastered. American Nightmare habe ich auch schon gespielt. Guckt mal rein. Danke, tschüss.